Herzlich willkommen bei einem neuen Testvideo hier auf meinem Kanal. Heute geht es wieder weiter mit einem Kosmetik-Hygienetest. Heute geht es nämlich um Axe, das erste Axe-Produkt hier auf dem Kanal. Heute nämlich mit Leather und Cookies, das Deodorant von Axe. Habe ich selber schon privat ab und zu benutzt. Ich finde es vom Sound her mega geil, Leather and Cookies. Ich liebe eh so ledrige Düfte. Mit dem Cookies so dazu, so was bisschen Spaßiges, finde ich an sich total cool. Hier mal kurz zum Design. Ich zeige euch hier kurz die Flasche. Relativ schlicht gehalten, schwarz mit weiß und so leichten Brauntönen durch die Cookies. Auf jeden Fall finde ich es sehr angenehm. Wir haben 48 Stunden Nonstop Fresh, also mit einer Fragrance Boost Technology. Aber das finde ich auch ganz cool, da gehen wir dann am Ende noch drauf ein. Wir haben 0% Aluminiumsalze, das finde ich auch sehr angenehm. Und wir haben hier, wie gesagt, ein Deodorant Body Spray. Auf der Rückseite haben wir die Warnhinweise, die werde ich jetzt nicht immer bei jedem Video vorlesen, weil da steht grob das Gleiche, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man es drauf tut, weil auch der Abstand, der Sprühabstand und sowas ist eigentlich relativ wichtig bei Deos. So, welcome to the future, it smells amazing. Ich lese nur kurz vor, was da oben steht, so ein bisschen Werbung halt. Mit geruchsbekämpfender Zinktechnologie für dein besonderes Dufterlebnis. Da gehen wir auch noch drauf ein. 0% Aluminiumsalze, sehr gut. Und das Aluminium der Dose ist wiederverwertbar. Bitte in Recycling geben. Das finde ich auch gut, dass nochmal extra drauf geschrieben ist, weil Nachhaltigkeit, Wiederverwertbarkeit, Recycling ist eigentlich ein Thema, was jedes Unternehmen, was physische Produkte herstellt, angreifen sollte. Und sogar auch die anderen. Unsere Ambition ist es, dass alle Axe-Verpackungen bis 2025 recycelbar sind oder recyceltes Material enthalten. Mehr Infos auf axe.com. Schaut vorbei. Wenn ihr das unterstützen wollt, kauft auf jeden Fall Axe-Dosen. Was Recycling angeht, sind die gut dabei. Und ja, wir haben hier als Firma, weil wenn es viele nicht wissen, Axe, also die Marke Axe, gehört zu Unilever. Unilever, einer der, wenn nicht der größte Big Player in der Kosmetikbranche. Ja, mit Sitz in den Niederlanden. Gemacht wurde dieses Deo aber in UK, also in den United Kingdoms. So, wir haben 150 Milliliter. Made in UK, Unilever. Ja, hier ist noch eine Telefonnummer, wo man anrufen kann, falls man Fragen zu dem tollen Leather & Cookies Produkt hat. Und ansonsten würde ich schon direkt sagen, bevor wir dann zum Geruch gehen, gehen wir direkt jetzt erstmal wieder zu den Inhaltsstoffen. Ah, also so mega cool, echt. Ich finde das Design cool, es ist schlicht, es ist einfach, es ist chillig, nice. So, wir haben als Hauptingredient, als Hauptzutat haben wir Alkoholdenat. Das ist denaturiertes Alkohol, wird viel in der Kosmetik generell verwendet und sorgt auch dafür, dass einfach die Schweißhemmung ein bisschen mehr gefördert wird. Was ich wiederum aber nicht so gut finde und auch langfristig ist Alkohol nicht so gut für die Haut. Weshalb ich hier schon als Hauptzutat sagen muss, na, bin ich kein Fan von. Es gibt Schlimmeres, aber es geht auch viel besser. Als zweite Zutat oder als zweiten Inhaltsstoff haben wir Butan. Das ist ein Treibgas, haben wir schon drüber geredet. Sehr schlecht für die Atemwege, aber ja, solange man es jetzt nicht zu viel einatmet, für die Haut jetzt nicht zu schlimm. Dann haben wir als dritten Inhaltsstoff Isobutan. Das ist auch ein Treibgas, auch leicht bedenklich. Ist eine abgewandelte Form von Butan oder halt eine andere Art von dem Stoff Butan. Die finden wir auch alle in dem ersten Deo, was wir getestet haben, also Butan und Isobutan. Und auch jetzt den vierten Inhaltsstoff, nämlich Propan. Ist auch ein Treibgas, was eben dafür sorgt, dass hier das Deo rauskommt oder der Inhalt aus der Dose gesprüht wird. Und hier kommen wir jetzt schon direkt als fünftes, das finde ich ganz cool, zum Parfum, also zur Hauptduftnote des Deos. Weil es gibt auch so ein paar Inhaltsstoffe, die tragen zum Duft bei, aber das Parfum ist so eben die Basisnote und die Kopfnote vom Deo, also das, was du hauptsächlich riechst. Und da haben wir einmal als Kopfnote, haben wir einmal Zitrus, Minze und Gewürze wie ein bisschen Leder. Das sind die Kopfnoten. Wo ich mir dann denke, Leather and Cookies. Wenn man das so liest, denkt man da an Zitrus und Minze? Oder ist das einfach so ein Deo-Ding? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass 50% aller Deos nach Zitrus und Minze riechen. So wisst ihr, wie ich meine? Aber ja, kann man auf jeden Fall machen. Was ich eben total cool finde, sind die Gewürze. Das passt, finde ich, ein bisschen zum Leder. Kommt drauf an, welche Gewürze. Und eben das Leder, ein Lederaroma als Kopfnote. Kann man nichts falsch machen. Das heißt Leather and Cookies. Und als Basisnote, also die Basis des Geruchs sozusagen, stellt einmal Vanille dar, also Aromen von Vanille, Cookies, Ahornsirup und Moschus. Finde ich sehr interessant, also Basisnote finde ich total interessant. Vanille, Cookies, Ahornsirup und Moschus. Das ist schon, finde ich, eine experimentierfreudige Mischung,
die sogar noch sehr gut riechen kann. Also auch so vom Klingen. Finde ich auf jeden Fall spannend. Genau, das sind die Duftnoten. Und dann geht es auch schon weiter. Also da finde ich es sehr cool, weil da habe ich zum letzten Deo eben nichts gefunden gehabt. Und hier haben wir noch alles dastehen. Als nächstes haben wir Zink Neo Decanoate. Zink Neo Decanoate, eieiei. Das ist ein Schweißgeruchshemmer. Das ist diese Zink-Technologie, mit der hier geworben wird. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, ich habe es jetzt so aufgeschrieben, ich für mich finde es eine bessere Alternative zu Aluminium. Darauf bezogen, dass Aluminium wirklich den Schweißfluss hemmt. Und Zink Neo Decanoate hemmen vor allem den Schweißgeruch. Also die einzelnen Duftstoffe, die in dem Schweiß enthalten sind, werden durch das Zink ein bisschen neutralisiert. Und das finde ich dann schon besser. Und es ist auch eigentlich wirklich nicht viel bedenklich. Also es gibt nicht allzu viele Studien dazu. Aber was ich jetzt so gefunden habe, kann man das echt als plausibel nehmen. Was mich sehr freut, finde ich auf jeden Fall überzeugt von. Finde ich an sich super. Ist halt meine Alternative und trotzdem hemmt es diesen Schweißgeruch. Deshalb eben 48 Stunden nonstop fresh. So, als nächstes haben wir Isopropylmyristat. Ist ein Duft- und Pflegestoff. Hatten wir auch im letzten Deo. Ist nicht wirklich bedenklich für die Haut. Sogar teilweise schonend. Gut, dass es drin ist. Dann haben wir Alpha-Isomethyl-Ionone ist auch ein Duft- und Pflegestoff, hat einen leichten Veilchengeruch, bringt es also auch nochmal hier rein, ist auch nicht großartig bedenklich, sogar relativ gut für die Haut. Dann haben wir Cinnamal, ist ein Naturstoff, also Cinnamal kann man sich auch irgendwo denken, aus der Zimtrinde. Ah ja, ein Naturstoff aus Zimtrinde, aus Lavendel kann man es gewinnen oder aus Jasmin kann man es auch gewinnen. Ist ganz leicht bedenklich, weil es eben Allergieauslösungen hervorbringen kann, aber ja, also ist an sich ein Naturstoff, kann aber auch synthetisch hergestellt werden, was vor allem, denke ich, in solchen Fällen der Fall ist. Dann haben wir Kumarin. Kumarin ist auch ein Naturstoff aus Waldmeister und Lavendel. Auch leicht bedenklich wegen der Allergie, auch bei den anderen Stoffen, die jetzt kommen, haben ein leichtes Allergiepotenzial. Aber auch hier Kumarin kann man synthetisch herstellen. Dann haben wir Hydroxycitronellal, Entschuldigung, ist ein synthetischer Stoff für Maiglocken- und Lindenblütenduft. Also dieser Stoff stellt den Maiglockenduft oder Lindenblütenduft besser dar. Ist auch, hat ein leichtes Allergiepotenzial. Als nächstes haben wir Limonene, ist ein Naturstoff aus Orangenöl, finde ich super cool. Und hat auch ein kleines Allergiepotenzial und kann natürlich auch synthetisch hergestellt werden. Da habe ich leider nichts zu gefunden. Da müsste man einfach mal bei Ax nachfragen, wenn man da weiteres Interesse hat. Falls ihr das habt, schreibt es in die Kommentare. Dann frage ich auf jeden Fall nach, ob die synthetisch herstellen. Was ich denke, weil bei den Massen, ich weiß nicht, ob es sich rentieren würde. Aber dadurch, dass so eine Ax-Dose, aber auch wegen dem Namen, aber gut mal so über 2 bis 3 Euro kostet. Naja, weiß man jetzt nicht genau. Ich will die jetzt auch nicht verurteilen. Dann haben wir also Limonene als letztes und als vorletztes haben wir jetzt Linalol. Ist ein Naturstoff aus Lavendel, hat auch Allergiepotenzial und ist auch synthetisch. Die Stoffe am Ende dienen eher noch vor allem für den Duft dazu, aber auch ein bisschen für die Verträglichkeit. So, das war's mit der Inhaltsliste. Im Groben und Ganzen muss ich hier fast sagen, gefällt mir das besser als vom letzten Deo, also vom Balea Man Fresh, weil wir hier halt das Zink haben statt dem Aluminium bzw. dem Alkohol. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es da war. Und auch diese recycelte Dose und so. Ich glaube, das macht Balea auch, aber dass sie es hier nochmal so hervorheben. Einmal die Zink-Alternative eben zum Aluminium. Wir haben nicht Butan und Propan so direkt am Anfang vollgestopft. Zwar auch das Alkohol, was es ziemlich wieder runterzieht, meine Bewertung, jetzt wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber wir haben eine sehr angenehme Duftnote. Also im Großen und Ganzen, jetzt rein von der Gesundheitsnote, gebe ich dem ganzen Produkt eine. Ist schwierig. Für ein Deo halt, es ist echt schwierig. Aber ich gebe eine 4+. Ah, es ist schwierig. Ich würde es am liebsten irgendwo besser bewerten, aber dieser ganze Alkohol nervt mich am meisten und halt wie immer die Treibgase. Man braucht eine Alternative für die Treibgase. Der Alkohol nervt mich. Sonst ist es relativ okay. Deshalb eine 4+. Es ist ein Deo. Ich sag so. Und vor allem diese Treibgase und so, es sind halt nicht sehr gut für die Atemwege oder generell für den Körper. Weshalb ich hier rein jetzt von der Gesundheit keine Empfehlung ausspreche, kriegt eine 4+, genau wie das andere Deo. Beim anderen war es vor allem, ich glaube, das Aluminium. Ich glaube, da war ein bisschen Aluminium drin, ne? Und hier ist es halt vor allem der Alkohol. Ja, schade. Also an sich, ich mag nämlich Axe, aber
Gut zu wissen. So, wir machen jetzt aber weiter mit einem kleinen, Dufttest. Ich sprühe mir das hier ein bisschen auf den Unterarm. Nicht zu viel. So. Okay, okay. So. Oh. Das ist mir früher nie aufgefallen. Wenn man sich einfach nur so unter die Arme sprüht und so durch. Aber wenn man es richtig inhaliert. Ey, ich finde es voll angenehm. Ohne Witz. Also mit dem Deo. Oh, vom Geruch, das ist geil. Das ist geil. Das ist. Ey. Boah, ich stehe voll drauf. Ich stehe richtig drauf. Hat so einen leichten, sogar Oud-Touch so ein bisschen. Wow. Also, man schmeckt auf jeden Fall. Man riecht auf jeden Fall die, diese zitrusartigen Gerüche raus, die in der Kopfnote drin stecken, also Zitrus und Minze. Aber auch eben das Leder und das Cookies so ein bisschen. Also so ein cooles Gemisch. Gefällt mir. Ich finde es mega. Also ohne Witz, von der Geruchsnote gibt es 1 plus nicht. Das, dafür haut es mich zu wenig um. Für eine 1 ist es mir fast zu tief. Ich gebe eine 1 minus. Super Geruch. Also wirklich für jeden Fan, der was mit so ein bisschen derberen Gerüchen anfangen kann, absolut top. Eine 1 minus. Geiles Ding. Insgesamt leider keine Empfehlung. Vom Geruch her auf jeden Fall eine Empfehlung. Eben wegen der Gesundheitsnote. Aber ansonsten, das war's mit meinem Axe Leather and Cookies Test. Wir sehen uns beim nächsten Test. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte eine Bewertung da lassen. Immer schön happy, erfolgreich und gesund bleiben. Und wir sehen uns. Niemals aufgeben, Leute. Ade. Ciao, ciao.